Da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Quasselvideos am Freitag. Und jetzt wird ein bisschen gequasselt, wie der Name schon sagt. Ja, als erstes, was ist in der Woche passiert? Naja, wie gesagt, einiges. Als erstes, was passiert ist, es war laut. Es war sehr laut in der Woche. Den ganzen Tag. Zumindest, wenn ich zu Hause war. Der Grund dafür ist, seit einer Woche wird hier unter mir komplett alles umgebaut. Und das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen übermüdet bin, denn ich musste mich jetzt nochmal hinlegen, 2 Stunden. Die ganze Geschichte geht mir schon früh um 7 Uhr los. Ja, früh um 7 wird wunderschön laut gebohrt. Mit der Schlagbohrmaschine. Ich weiß, es ist erlaubt. Ich weiß, es ist gesetzlich. Aber meiner Meinung nach sollte man wenigstens bis um 8 warten. Damit einige, die vielleicht Nachtschicht haben oder so, sich ein bisschen erholen können. Aber früh um 7 schon richtig loszuackern und eine Schlagbohrmaschine zu nutzen, da hört der Spaß dann bei mir echt auf. Und das ist jetzt in der Woche 3-4 Mal passiert. Deswegen bin ich ein bisschen kaputt gewesen, weil ich bloß 5 Stunden geschlafen habe. Ich bin ja leider auch etwas später ins Bett gegangen, was mein Fehler war. Denn ich habe mir noch YouTube noch ein paar Videos angeschaut und habe auch noch ein bisschen was am PC gemacht. Hätte wohl wissen müssen, dass da irgendwas früh um 7 passiert. Ja, nichtsdestotrotz bin ich jetzt ausgeschlafen. Bin natürlich noch ein bisschen jetzt tranig vom Reden her. Aber ich bin jetzt ausgeschlafen. Ja, gehe heute auch ein bisschen Zeit ans Bett. Denn, ja, ihr wisst ja, warum nicht. Gut, was ist sonst noch passiert? Naja, ich habe mich um ein Bewerbungsgespräch mal wieder bemüht, was wieder genauso ausgegangen ist, wie zu erwarten. Wir melden uns bei Ihnen. Und ich habe einen Anruf von meiner Firma bekommen, wo ich mich beworben habe. Ja? Wo ich mir, was als erste Priorität für mich in Frage gekommen wäre. Ich sage deswegen wäre, weil der Trottel hat sich doch tatsächlich auf die falsche Stelle beworben. Die hatten 2 freie Stellen und ich habe leider die falsche genommen. Bescheuert, oder? Da hatte ich einen Anruf bekommen gestern, den habe ich natürlich verpasst, weil es an die andere Ladestation war. Und heute früh habe ich selbst nochmal zurückgerufen. Und da wurde mir gesagt, ja, sie haben sich beworben als Bub, Bub, Bub. Ich sage, nee. Ja doch, sie haben sich... Und ich... Nein! Entschuldigung, da muss ich die Stelle verwechselt haben. Ich wollte eigentlich Dut, Dut, Dut machen. Da muss ich aber enttäuschen. Diese Stelle ist leider jetzt schon besetzt. Es ist bloß noch Bub, Bub da. Scheiße. Mein Gott, ey. Das war mein Wunschtraum, sag ich mal. Ne? Aber leider ist die Stelle jetzt besetzt. Da habe ich mich nur selbst selber in den Arsch getreten. Dann sagt er, okay, gut, wenn da jetzt bloß noch die Stelle da ist für Bub, 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 dann, ja. Können Sie mir denn sagen, wo das dann genau wäre? Ja, das wäre dann mitten in der Innenstadt. Und was müsste ich da so machen? Ja, da müsste man dann ein Vorstellungsgespräch machen. Und wenn Sie sich dafür entschieden haben, dann sagen Sie Bescheid. Ich sage, ja, kein Problem. Haben Sie denn mit Schichten ein Problem? Ich sage, nee, habe ich nicht. Ich kann nachts arbeiten, ich kann nachmittags arbeiten. Ja, das ist doch schön. Sie will sich nächste Woche wieder bei mir melden, um genaue Details mir bekannt zu geben. Aber ich hätte lieber Dut, Dut, Dut gemacht. Scheiße. Das kotzt mich echt an. Naja, kann man nichts machen. Da habe ich wohl gepennt. Auf der in ihrer Webseite hätte wohl noch mal runterscrollen sollen mit der Maus, statt gleich auf das erste zu klicken. Und ich hätte es mir genau durchlesen sollen. Aber die Überschrift war fast die gleiche. Ich habe es extra nochmal überprüft, nachdem ich dann die traurige Mitteilung bekommen habe. Bin ich sofort auf den PC und habe das überprüft. Und da sehe ich natürlich, dass da eine Ergänzung in Klammern stand. Statt das, was ich benutzt habe. Ja, Jens, da hättest du besser aufpassen sollen. Habe ich die bekommen, das ist eine andere Frage. Ne? Kann man nichts machen. Ich habe aber noch andere Angebote bekommen, wie zum Beispiel Teile sortieren in der Industrie
am 3D-Drucker arbeiten und dann noch die zwei Sachen, wo ich hingefahren bin, wo die gesagt haben, wir melden uns bei Ihnen. Irgendwas kriege ich auf jeden Fall noch in den nächsten Monat. Hoffe ich mal. Denn ihr wisst ja selber, von den bisschen, was ich jetzt habe, da kommt man nicht weit. Da muss man wieder was weggeben, wenn man was anderes haben will. Da muss man wieder was weggeben, wenn man was anderes haben will. Und so weiter und so fort. Es ist furchtbar. Und das ist auch jetzt diesmal wieder passiert. Ich habe wieder etwas geopfert, damit ich etwas anderes bekomme. Die Andeutung hatte ich schon gemacht. Ja. Beim letzten kleinen Fahrvideo. Und das ist jetzt leider Realität geworden. So ist es halt. Egal. Was soll's. Aber tröstet euch, Leute. Es gab wieder was anderes von der Modellbahn, was ich auch wieder finanziert habe, weil ich wieder da was weggegeben habe. Es ist ein einziges Hin und Her und ich denke, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja? Man sollte auch immer irgendwann das, was man hat, behalten und nicht wieder abgeben. Aber wenn es nicht anders geht und man sieht etwas, was man unbedingt haben will, dann ist es nun mal so. Ja. Ja, ansonsten ist eine Woche noch passiert. Richtig, am Montag habe ich ja noch das Video gemacht für euch zu den Real-to-Real-Tapes oder Real-Kassetten. Real-Kassetten. Und zwei gehen jetzt nach Kanada. Ich habe die auch bei Boomboxery und bei Stereo2Go gezeigt. Und da waren sie gleich fasziniert von den Kassetten und haben gemeint, sie möchten gerne zwei haben. Also der eine zumindest aus Kanada hat das gesagt. Und wenn jetzt einer denkt hier von meinen Nicht-Fans oder nicht mögen Menschen, die jetzt auch schauen, jetzt hat er Laufen Kohle verdient. Das waren 42 Euro mit Versand. Dann kannst du dir ausrechnen, was ich für die Kassetten gekriegt habe. Ich habe es gerne für diejenigen gemacht, denn es sind auch Fans meines alten Hobbys und mit denen stehe ich halt auch noch in Kontakt. Ja? So sieht's aus. Und deswegen habe ich jetzt zwei nach Kanada abgegeben. Die anderen, die lasse ich mir noch stehen. Vielleicht mach schon mal neue, denn ich kriege ja jetzt auch neue Scheiben in Gold, in Silber und verschiedene Beschriftungen. Ich habe mich auch mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt und gefragt über spezielle Sachen wie Aiwa, Arkai, JVC und so weiter, Technics. Und da werde ich natürlich dann auch welche anfertigen. Nachschub an Kassetten habe ich auch bekommen und die waren sogar in sehr gutem Zustand. Allerdings kann man die nicht verwenden, weil sind zugeschweißt. Und zugeschweißte Kassetten reiße ich nicht auf, um da Scheiben reinzubauen, die kriegst du nicht mehr zu. Denn ihr dürft nicht vergessen, bei geschraubten Kassetten ist was anderes. Die halten richtig fest zu. Da kann man die wieder zukleben, aber nee. Es kommen nur geschraubte Kassetten in Frage und auch nur durchzustehen. So sieht's aus. Das war das Thema. Okay. Und dann kommen wir dann jetzt zu den Themen, was passiert denn am Wochenende. Ja, am Wochenende, Freunde, da ist wieder mal richtig viel Livestream angesagt. Und bauen? Nee, bauen sieht leider schlecht aus. Die Sachen von Obi habe ich nicht nochmal neu bestellt. Das werde ich dann in aller Ruhe nächsten Monat machen. Ich habe aus gutem Grund noch nicht die Sachen bestellt, weil ich nicht weiß, ob die überhaupt ankommen. Ne? Ich gucke mal, ob ich es noch einmal riskiere. Aber ich habe keinen Bock, noch einmal Geld in den Sand zu setzen. Ja, die können nichts dafür. Ich habe natürlich angerufen bei DHL und habe natürlich Aufstand gemacht. Und die haben gemeint, Beschwerde aufgenommen, wir kümmern uns drum. Ihr kennt ja diesen Satz. Was dann als nächstes folgt, könnt ihr euch ja wohl denken. Man bekommt irgendwann den Wisch zugeschickt oder vielleicht taucht es sogar noch auf. Aber solange das nicht geklärt ist, werde ich keine neue Bestellung bei Obi aufgeben. Denn wie gesagt, die können nichts dafür. Die geben das auf. Meistens mit DHL. Ich glaube, das letzte war mit UPS. Weiß ich jetzt gar nicht. Und ja, der Rest, der geht die nichts mehr an. Die hätten mir das Geld natürlich auch ersetzen können, ist richtig. Aber da immer noch da steht, kann heute nicht zugeliefert werden oder nicht zugestellt werden, steht es in den Sternen, wo das Paket ist. Na? Steht immer noch da, kann heute nicht zugestellt werden. Und das jetzt schon seit fast einer Woche. Es ist belastend. Und da kommen wir zur nächsten belastenden Sache, was DHL betrifft.
und das regt mich richtig auf, das ist dieser blöde Wunschtag. Es kommen am Samstag wieder mal 5 Pakete. Und diesmal sind es keine kleinen Pakete, das kann ich euch versprechen. Diesmal sind es Monsterpakete. 30 Kilo Pakete. Ihr fragt sicherlich, Alter, wie viel Modellbahn hat denn der da bestellt? Nö, das ist keine Modellbahn. Aber da kommen wir gleich dazu. Hier liegen 3. Ja, da ist 2-mal Modellbahn dabei und 2-mal Modellbahn für mich. Dann kommt noch 1-mal Modellbahn für jemand anders. Und das andere, das ist alles Vintage Audio. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso denn 30 Kilogramm? Naja, sag's mal so. Ich habe mir doch etwas organisiert wieder von meiner Sammlung. Diese 4 Geräte, die noch kommen sollen. Und mit demjenigen habe ich mich in Kontakt gesetzt. Und wie der Zufall will, ist es jemand gewesen, der genauso einen Spleen hat wie ich. Also den damaligen. Bei mir habe ich es jetzt ein bisschen gesenkt. Er hat noch ein zweites Hobby, nämlich Autos und ja, Freizeit, ja, Campen und so. Und er ist richtig, ein richtig cooler Typ. Ne? Kommt aus einer sehr großen Stadt, sage ich mal. Und wir haben uns ein bisschen so unterhalten über dies und das. Dann haben wir ein paar Mal die Bilder ausgetauscht. Ja, und dann hat er mir gesagt, ja, ich habe jetzt vor kurzem das und das bekommen. Hat mir dann diese Geräte gezeigt und da dachte ich nur, was? Das sind doch meine. Wie kommen denn die zu dem? So merkwürdig. Und dann hat er mir gesagt, na, ich bin doch der Kumpel vom J. -Punkt. Ach so, und jetzt, okay, alles klar. Und er hat ja sozusagen mir die Dinge abgeknöpft, der J. -Punkt, und hat sie ihm in die große Stadt nach Haar geschickt. Ja, ja, allerdings nicht für denselben Preis. Das kann man sich ja wohl denken, oder? Und er hat sie wieder weitergegeben zum Restaurieren. Denn bei ihm stehen wirklich nur Geräte, die funktionstüchtig sind. Und was der in kürzester Zeit für eine Monstersammlung an Geräten gesammelt hat, würde ich euch ja gerne mal zeigen. Ich kann es jetzt auch nicht. Denn ich habe ihn nicht gefragt, ob ich die Bilder zeigen darf. Er hat vorher Ghetto Blaster gesammelt. Und auch sehr, sehr schicke Geräte. Auch fast so viele, wie ich mal damals hatte. Und die gibt er jetzt Stück für Stück ab und holt dafür dann halt Walkmans. Er ist etwas älter als ich, aber richtig cooler Typ. Na? Und das ist deswegen, weil ich habe mich jetzt mit ihm so weit jetzt verständigt. Oder sagen wir mal, wir haben uns halt jetzt erstmal schön unterhalten und alles, dass ich jetzt für ihn die Sachen besorge, die ich sehe. Und dann sie ihm schicke. Tja, und von dieser Leistung, ihr kennt das schon, mit der Art Modellbahn, mit Frank aus Hessen und Andreas Guben und andere Leute. Ja, und so bekomme ich von dem coolen Typ aus H, ich kann den Namen nicht sagen, ich werde hier auch keine Details nennen, ihr könnt euch ja denken, warum, ne? Bekomme ich jetzt eine riesengroße Kiste mit Bastelzeug für Ghetto Blaster. Was das genau ist, das weiß ich nur ansatzweise. Aber 30 Kilo, da könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, kann nicht nur ein Gerät sein. Das heißt also, demnächst habe ich bald ein paar Geräte, wo ich mir sagen muss, ja, da müssen aber andere weg. Weil das ist ja was Besonderes wieder. Na? Das ist ja nicht ein 0815-Gerät, was da von ihm kommt oder die Sachen, sondern das sind halt Geräte, die auch relativ selten sind und die ich unbedingt wieder herrichten will. Also wieder in Ordnung bringen. Da war dann die passenden Ersatzteile mit reingetan und so kann ich dann zusammen aus mehreren Sachen eins machen. Ein perfektes. Und es ist halt, wie gesagt, Goldstein. Ja, und so habe ich da mal ein bisschen was bekommen. Sehr schön. Dieses große Paket ist natürlich, wie gesagt, noch nicht da. So wie auch andere Pakete.
Und sollten die noch eintreffen am Samstag, dann können wir die dann zusammen auspacken. Ne? Ja, und dann gibt es natürlich einen Livestream, wo ich das euch alles zeige. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu dem Gerät, was ich letztes Mal euch ins Bild gezeigt habe. Was da unten steht. Ich hatte ja gesagt, es ist kaputt. Ne? Und ja, es ist richtig kaputt. Da ist nämlich ein Hebel abgebrochen. Warum ich das weiß? Ganz einfach. Als ich das Gerät umgedreht habe und auf der anderen Seite geguckt habe, warum das Einfädeln der Kassette immer hängen bleibt, da kam plötzlich was entgegen. Das habe ich jetzt in eine Tüte reingetan. Wunderschöner kleiner weißer Hebel, der die Kupplung entriegelt. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert, wenn man auf die Kupplung latscht oder nicht auf die Kupplung latscht und versucht, einen Gang einzulegen beim Auto. Dann geht es irgendwann ein Getriebeproblem oder die Kupplung ist kaputt. Und genau das ist bei dem auch. Das heißt, also er entriegelt nicht die Kupplung, dass der Wickelteller, jetzt ist es für die Fachkräfte, für die Leute, die sich damit auskennen, Fachkräfte, also für die Leute, die sich damit auskennen, dass der Wickelteller das Band bewegen kann. Na, das ist also eine Kralle, die hakt da ein, damit das Band straff reingezogen wird. Denn wenn es nämlich locker wäre und du steckst die Kassette rein, kann es passieren, dass das Band dann durch das Rausziehen auf der anderen Seite mit rausgezogen wird und dann irgendwo im Rekorder rumwirbelt. Und wenn aus diesem Grund wird die eine Seite blockiert, dann fädelt er das Band aus, einmal ringsrum um die Kopftrommel, nicht so, was die neuen Geräte machen, sondern so, einmal ringsrum. Ich kann euch das dann mal zeigen, denn das funktioniert ja noch. Danach geht es Bandsalat. Ja. Und dann gibt er die Kupplung frei und dann kannst du abspielen, vorspulen, rückspulen, je nachdem. Und genau das geht nicht mehr, weil dieser Hebel weggebrochen ist. Und dieser Hebel befindet sich ganz, 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 ganz tief im Gerät verbaut. Das bedeutet, ich müsste diesen ganzen Kasten von vorne bis hinten auseinandernehmen, zumindest das Laufwerk. Ich habe den schon offen gehabt, wie gesagt, ein Stückchen, aber wurde aufgegeben, weil das eine Sisyphusarbeit ist, diese Karre komplett zu zerlegen. Es ist schade drum, aber ich vermute mal, ich werde mich nicht daran trauen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mich da zur Feile mache oder vielleicht auch sogar das Ding wieder in Ordnung bringe, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann machen wir da einen speziellen Livestream draus. Reparaturversuch, Video 8, Digital Audio Recorder. Das ist nur ein mechanisches Problem. Alles andere funktioniert. Toner funktioniert, Display ist mal ein bisschen dunkel, aber es funktioniert. Aussteuerung funktioniert, die Umschaltung funktioniert, alles klappt. Nur dieser blöde Mechanikvorgang bei der Kassette einfädeln, das geht nicht mehr. Und wie gesagt, man müsste die Karre komplett auseinanderrum, den Hebel rausholen, mit Sekundenkleber kleben, die zwei Teile, die da abgebrochen sind, da dran kleben, kontrollieren, ob es funktioniert und hoffen, dass es dann wieder abspielen kann. Oder den Hebel komplett ausbauen und dann aber das Risiko zu haben, wenn dann dieses Rad freidreht, die ganze Zeit. Kann es passieren, wenn du die Kassette einlegst und wie schon gesagt, durchs Ausfädeln, durch die ruckartige Ausfädelung, dass dann ein Stückchen Band mit rausgezogen wird, der Rekorder anfängt abzuspielen und dann gibt es natürlich einen Bandstau und ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert. Da gibt es ebenfalls ein Problem. Ne? Kann zum Beispiel dann die Kopftrommel, die dreht sich mit sehr hoher Geschwindigkeit ums Band. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wie ein Videorekorder funktioniert. Wäre also mal ideal, euch das mal zu erklären und zu zeigen. Also schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es sehen wollt im Livestream. Das würde ich dann am Samstag mal versuchen. Aber nur so 2, 3 Stunden. Ne? Wenn ich merke, dass es nichts bringt und ich komme an diese Karre nicht ran oder an den Hebel nicht ran und ich kriege das Ding nicht auseinander, dann werde ich da nicht mehr darum experimentieren. Ne? Dann breche ich die Sache ab und dann lassen wir es. Dann gebe ich ihm wieder so ist, wie er ist, wieder ab. Kriege ich immer noch locker 50, 60 Euro dafür. Ist halt ein sehr seltenes Stück und eigentlich auch ein Sammlergerät, weil es ein 86 ist. Ja. Gut, das wäre das. Und am Sonntag, ja, Sonntag wird es dann heißen, Pakete auspacken wieder mal. Ja. Wieder so viele. Und diesmal, wie gesagt, keine kleinen, sondern solche. Richtig große. Die kann ich auch nur hier auspacken, dass ich die Kamera dann so drehen muss, dass ihr das dann seht, wie ich das hier auspacke. Das halte ich dann immer schön in der Kamera,
was ich da auspacke und zeige euch das einzeln. Ne? Und wenn das dann erledigt ist, wenn es so aussieht wie nach einem Bombenmanschar, natürlich nicht, ich räume dann das vorher auf. Dann machen wir natürlich von dem Spur-N-Material, was noch kommt, machen wir dann Testfahrten. Ich würde noch ein kleines Fahrvideo machen, auch wieder mit der Reinigung, so wie beim letzten Mal auch. Ne? Also bauen, wie gesagt, kommt erstmal nicht in Frage. Ich würde ja gerne bauen, aber dazu muss die Anlage abgerückt werden. Ich könnte auch hier vorne bauen, das stimmt. Aber auch da fehlt mir dieses Zeug, was Farbe. Habe ich zwar da, aber nicht die richtige Farbe, also nicht die richtige Anmischung. Wenn ich da jetzt eine andere Farbe nehme, dann sieht das richtig schön aus. Ja. Ja, das ist das, was ich euch vorschlagen kann. Aber sehen wollt ihr eine andere Farbe. Ja. Livestream am Sonntag gibt es auf jeden Fall. Und den am Samstag, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, wie ich diesen Kasten da versuche zu reparieren. Wenn nämlich das nach ein paar Minuten mir nicht gelingt, breche ich die Sache ab und dann nehme ich mir lieber nochmal mein Kassettendeck vor. Denn ihr wisst ja, da ist noch ein gebrauchter Riemen drin und der muss gewechselt werden. Neue Riemen habe ich geholt, das habt ihr ja auch gesehen. Und dann tausche ich den Riemen aus, stelle die Geschwindigkeit ein, meine habe ich ja ein Stückchen reduziert. Dadurch, dass der andere Riemen ein bisschen lockerer ist, das Band lief dann zu schnell, oder es ist zu schnell gelaufen. Da kann ich euch nämlich auch mal zeigen, wie das funktioniert. Das macht man nicht mit einem Tongenerator oder mit einem Gitarrenabstimmgerät, was ich mir auch organisiert habe. Und mit einem Tongenerator vom Handy. Man kann es in der App runterladen, da ist ein Piepton. Den Piepton spielt man ab, dann nimmt man den Tongenerator oder man nimmt eine Kassette, wo man den Piepton aufnimmt, mit einem Gerät, wo die Geschwindigkeit stimmt. Legt es dann in das Kassettendeck ein und auf die Anzeige des Abstimmgeräts wird man in den Piepton ein bisschen drüber oder in die Richtung. Und dann kurbelt man so lange an der Geschwindigkeit rum beim Kassettendeck, bis der Pegel dann genau in der Mitte ist und dann weiß man, aha, wenn grün, rot und ich glaube, das ist eine Ampel ist es genau. Gelb, grün und rot. Wenn diese beiden alle drei leuchten und der Pegel genau in der Mitte steht beim Display, weiß ich, die Geschwindigkeit stimmt, genau. Ja. So funktioniert das. Würde ich euch alles zeigen, wenn ihr es sehen wollt. Wenn nicht, naja, dann lassen wir es halt. Ne? Ja, wenn jetzt wieder einige schreiben hier, was ist denn das mit dem Kanal zu tun? Ich denke, ich gehe zur Modellbahn. Das hat das letzte Mal einer im Livestream geschrieben. Ne? Mein Freund, ich sag's dir nochmal, das ist mein Kanal. Und wenn du die Überschrift lesen würdest auf meinem Kanal, dann wüsstest du, dass es hier nicht nur um Modellbahn geht. Ne? Dann hieße der Kanal nämlich Jensis Welt Modellbahnwelt oder Jensis Modellbahnwelt. Heißt das so? Nein. Ich zähle dir jetzt nochmal auf, was alles auf meinem Kanal behandelt wird. Ja? Am einen haben wir da die Modellbahn. Mhm. Bau an der Modellbahn, Fahrvideos, Reparatur von Loks, Alterung von Wagen und so weiter und so fort. Ja, die Wagen, genau. Das haben wir ja auch noch. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. So. Und das zweite Thema, Bau an der Anlage. Modellbahnanlage. Das heißt, die Auffahrt in Ordnung bringen, da und dort Lampen setzen, Grünzeug und so weiter. Das ist das zweite Thema. Das dritte Thema, wie immer, sind die Fahrvideos. Da werde ich dann verschiedene Züge fahren lassen, die ich dann auch zeige. Oder eben Vorführer und so weiter und so fort. Ja, und das andere, was ringsherum mit Modellbahn ist, sind die Sachen Pakete auspacken, Sachen vorstellen und diese dann auf die Testfahrt schicken. Das war das erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt beinhaltet natürlich Trainspotting. Trainspotting gibt es natürlich nur, wenn es warm ist und wenn ich also Zeit habe und im Auge. Und dann tue ich Züge filmen, in echt. Mhm. So gut es mir möglich ist. Und auch das jetzt auf meinem Kanal. Und das vierte Thema ist natürlich die Touren. Das heißt, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin oder mit dem Zug, dann durch verschiedene Orte reisen oder eben mich dorthin zu begeben, schaue mir alte Bahnhöfe an, vielleicht auch manchmal ein altes Gebäude oder eine alte Bahnstrecke. Dann wird die auch analysiert. So. Und das letzte Thema, das betrifft natürlich mein altes Hobby. Denn es gibt auch noch viele Leute auf diesem Kanal, die noch da gewesen sind und die schon da gewesen sind, wo es nur um dieses Thema geht. Und wenn du auf meine ersten Videos schaust,
ganz runter scrollen oder du gehst auf die Liste, ne, meine Favoritenliste oder meine Playliste, dann siehst du, dass es da einen Abschnitt gibt oder eine Sparte, die nennt sich Walkmans und Ghetto Blaster. Und dann weißt du auch, das behandle ich ebenfalls noch. Und das ist die vierte Sparte, die ich jetzt im Livestream auch immer mit einbaue. So, und das ist halt für die Leute, die es halt gerne sehen wollen. Und wenn dir das lieber Endbarner nicht gefällt, dann musst du nicht so einen dummen Kommentar ablassen bei mir unter das Video, sondern du kannst das auch normal beantworten und kannst sagen, gut, diesmal ging es eben nicht um Modellbahn, was nicht stimmt, es ging ja trotzdem um Modellbahn. Und damit ist gut. Aber solchen Blödsinn zu schreiben, ich denke, gehst du an Modellbahn, du sollst das Dreherei lassen. Das kannst du nicht. Was soll denn das? Solche Kommentare werden von mir gelöscht. Ne? Die lasse ich auch nicht stehen. Ganz einfach. Wie gesagt, wenn es dir nicht passt und du siehst, es geht nicht um das Thema Modellbahn, dann bitte ich dich einfach, meinen Kanal zu verlassen, mir ein D-Abo zu geben oder du schaltest später wieder ein, wenn es um Modellbahn geht. So einfach ist das. Aber jetzt extra auf Zwang alles auf Modellbahn zu machen, nur weil ein paar Leute das nicht einsehen wollen oder nicht begreifen wollen, dass ich auch ein anderes Hobby habe, außer Modellbahn, dann tut es mir leid. Das werde ich leider nicht tun. Das ist nun mal so. Gut, das war die Erklärung nochmal zu diesem Endbahner. Keine Ahnung, wer das ist. Ist mir auch völlig egal. Vielleicht war es auch ein Troll. Vielleicht hat sich jemand so genannt, der mich trollen wollte. Denn es gibt ja einen wirklichen Endbahner, der auch bei mir auf dem Kanal war. Ich bin mir sicher, es war einer, der sich so genannt hat, um mich zu trollen. Ja. Ist auch gut gelungen, muss ich schon sagen. Also du hast mich gut getriggert, sagen wir mal so, auf Neudeutsch. Gut. Das habe ich auch genug gequasselt. Und ich denke, jetzt wisst ihr Bescheid. Also, nochmal. Morgen Livestream. Versuchte Reparatur, Video 8 digital oder eben Kassettendeck-Überarbeitung. Je nachdem, wie weit ich mit dem Video 8 komme. Bei dem sind nämlich ziemlich viele Schrauben drin, weil man das Laufwerk komplett ausbauen muss. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Habe ich auch noch nicht auseinandergenommen, so ein Ding. Könnte sein, dass es danach dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dann schalt Pech. Ihr wisst, dass ich auch schon Pleiten gehabt habe, was das betrifft. Aber das kann schon mal passieren. So sieht's aus. Ich versuche es zu reparieren, aber ich kann es euch nicht versprechen. So, und am Sonntag, wie gesagt, Pakete auspacken. Auch das Vintage-Audio-Zeug, aber auch Modellbahn. Ja? Was da jetzt alles kommt, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass 5 Pakete angezeigt werden. Da könnte auch das von Frank mit dabei sein, von dem, was ich vor Ihnen organisiert habe. Oder ist halt wirklich bloß das von mir. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das muss man dann sehen. Aber ich weiß zumindest, dass 3 Pakete für mich sind. Und zwar 2 große und 1 kleines. Ja, das war's. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Freitagnachmittag, Abend, je nachdem, das Video hochgeladen ist. Und wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Mit den Worten bin ich jetzt weg. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen. Ach ja, natürlich die Zeit. Es wird wieder um 12. Ne? Vielleicht eine Stunde eher. Aber das werdet ihr ja dann sehen, wenn ich jetzt den Livestream vorbereite. Ne? Ich bereite den jetzt schon mal vor. So sieht's aus. Den Link werde ich euch damit hier reinmachen. In dieses Video. Und dann könnt ihr euch da morgen schon mal drauf freuen, wie ich mich eventuell sogar Blamierer und dieses Ding da zum Toaster umgestalte. Mit Schublade. Nee, das passiert nicht. Keine Sorge. Wenn ich merke, es geht nicht, dann breche ich die Sache ab. Und dann geht's an Sony. Und das ist kein Problem. Das habt ihr ja gesehen. Tschüss.